Heute geht es mal ausnahmsweise nicht um den World Cup, sondern um den City Vision Cup. Wir haben für euch das FIFA 13 angetestet und da man sowas, so einen Pokal nicht alleine gewinnen kann, habe ich mir den Alex mal wieder eingepackt. Alex, was hast du da Feines? Genau, wir spielen heute FIFA 13, EAs neuestes und wahrscheinlich bestes Wunderkind dieses Jahr. Und ihr seht schon, wir haben uns schick gemacht für euch. Wir werden heute Gladbach gegen den ersten FC Bayern München spielen und würde sagen, wir steigen direkt ein und erklären währenddessen ein bisschen. Ne? Okay, los, komm. Los geht's. Ah, ich muss ja sagen, ich habe das letzte Mal 2006 FIFA gezockt. Ist schon ein bisschen was her, aber großartig wird sich da nichts getan haben. Ne? Das schöne Auswärtstrikot. Wunderbar. Ja, es hat sich einiges, also das Gameplay von der Steuerung ist, wie gesagt, ist gleich. Hm. Das Defensivverhalten oder das defensive Spiel in FIFA 13 ist doch um einiges komplizierter, aber auch ausgereifter als in den Vorgängertiteln. Okay, los geht's. Grafisch hat sich was getan, wenn auch nicht, also es ist halt ein Bird's-Eye-Spiel, ne? Also immer aus der Vogelperspektive, man kann auch in verschiedene Kamera-Angles eben wechseln. Ich meine, das ist kein Quantensprung, aber es sieht einfach gut aus und mehr muss ein Fußballspiel auch nicht. Bin ich der Meinung. Oh, das war schon eng. Ja, ah, yeah, aber nicht durch die Gladbacher Verteidigung, würde ich sagen, ne? Einwurfmöglichkeit, nicht so weit weg vom gegnerischen Tor. Das Gameplay hat sich doch so verändert, aber auch zum Positiven hin. Es ist deutlich, deutlich näher an der Simulation dran, als es bei den Vorgängern der Fall war. Das heißt, es ist zwar schwerer geworden, gerade im Abwehrverhalten, wie erwähnt, aber das wirkt auch gerade den Anreiz, dass man eben immer besser wird und besser wird und sich immer mehr Tricks und Fähigkeiten erarbeitet, die man eben als... Ich wollte gerade sagen, das ist schon, ich habe schon das Gefühl, dass es sich ja, schon ein bisschen schwerfälliger spielt, ne? So, aber ich meine, wir haben jetzt... Und jetzt sieht man auch ein Feature, das gab es in den alten Teilen auch. Und zwar gibt es ja diese Fire-Option. Er hat jetzt gerade einen Raschlatt gemacht, der Kollege Martinez. Also du kannst auch, nachdem du ein Tor erzielt hast, eben mit deinem Spieler über den Platz jagen und dementsprechend ein Tor auch abfeiern, natürlich. Mhm. Aber war eine schöne Hütte, ne? Ja, für einen Unentschieden wird es reichen, ne? Also das Spiel wirkt auf jeden Fall auch wie alle Vorgänger, gerade wenn man es mit Freunden, Bekannten auf der Couch spielt. Es birgt jede Menge Aggressionspotenzial. Also, wenn du das mit vier Leuten, mit vier Freunden spielst, mit deinen Lieblingsclubs auch noch gegeneinander spielst und ein Foul nicht gegeben wird oder das Ding im letzten Moment nicht reingeht, da kann schon der ein oder andere Controller fliegen tatsächlich. Also, ist alles schon vorgekommen. Aber das macht auch den Reiz aus. Das hat auch schon immer den Reiz ausgemacht an FIFA, dass man sich einfach untereinander mit seinen Kumpels oder online messen kann. Also ja gut, jetzt sitzen wir hier beide auf der Couch und ist natürlich, denke ich mal, vorzugsweise wird es auch so gespielt, dass FIFA, ungeachtet dessen, ich glaube, bei einem 3:0 hören wir mal kurz auf. Wir können unterbrechen, ja. Gibt es denn eigentlich irgendwie was Neues, was die Vorgänger nicht zu bieten hatten zum Beispiel? Also FIFA 13 bietet auf jeden Fall jede Menge neue Spielmodi. Dazu gehören halt dieses schon Seasons, die ganz normale Standardkarriere, die in den alten Teilen auch schon dabei war. Skillspiele. Und eben die Skillspiele. Da geht es darum, dass du eben deine Fähigkeiten FIFA-spezifisch aufbaust. Das heißt Passspiel, Schießen aufs Tor, Elfmeter, Freistöße, Dribbling und so weiter. Du musst jetzt eben innerhalb dieses markierten, hervorgehobenen Vierecks, genau, die Pappaufsteller eben anspielen. Und je schneller du das machst, du siehst, oben läuft eine Zeit ab, je schneller du das machst, desto eher oder desto mehr Punkte bekommst du im Endeffekt. Okay. Mhm. Auch das eigentlich machbar. Fast. Jo. Also es ist halt sensitiv. Je länger du passen oder schießen drückst, desto weiter wird eben gepasst oder härter geschossen eben. Ah, das ist mir eben schon aufgefallen. Das Teil reagiert ja wirklich auf jede kleine Nuance, die du hier von dir gibst, ne? Ja, du siehst, es hat nicht ganz gereicht, damit du das Bronze-Level abschließt. Abschließend bleibt, glaube ich, zu sagen, das Einzige, was ich sehr schade finde, ist, wir haben hier die anderen Cover der alten FIFA-Teile. Du hast es schon gesehen. Schaut euch das an. Was fällt euch auf?
Ja, es gibt eben die alten FIFA 11, FIFA 12. Haben halt die deutschen Versionen eben auch deutsche Spieler vorne drauf. Das ist bei FIFA 13 nicht. Es gibt eine EU-Version und da ist halt immer, egal ob du es in Spanien, in Frankreich, in England oder bei uns kaufst, es ist immer Messi drauf. Finde ich ein bisschen schade. Ich fand das ganz nett mit Özil, mit Podolski und den Kollegen. Ich glaube, Hummels war beim letzten Mal drauf. Gefiel mir ganz gut, ist beim neuen leider nicht so, aber trotz alledem, FIFA 13 ist mit Abstand der beste FIFA, den es bis jetzt gibt. Geil. Wir müssen ja noch gleich weiter um den Pokal spielen, aber bevor wir gleich nochmal ein paar Tore schießen, und zwar für Gladbach vorzugsweise, haben wir noch etwas anderes für euch vorbereitet. Schaut mal rein. Let's play Halloween Tipps. Up above the world, so Halloween steht vor der Tür und wenn ihr euch mal so richtig das Blut in den Adern gefrieren lassen wollt, dann schaut euch diese Games an. Im Weltraum hört dich niemand schreien. Glaubt ihr? Der 2008 erschienene Sci-Fi-Horrorhammer Dead Space hat im Handstreich das komplette Genre auf den Kopf gestellt. Auf einem von Aliens gekaperten Bergbauraumschiff zählt nur das nackte Überleben. Selten hat man sich so sehr an die körperliche Unversehrtheit des Protagonisten Isaac Clarke und die eigenen Nerven geklammert. Und weil es so schön war, steht mittlerweile Teil 3 in der Pipeline. Herz Kasper vorprogrammiert. Survival-Horror aus der Ego-Perspektive. Geht nicht, geht doch. Amnesia The Dark Descent hat alles. Eine verlassene Burg, Gedächtnisschwund, keine Waffen und namenlose Schrecken. Lovecraft wäre stolz auf den schwedischen Indie-Entwickler Frictional Games. Schön ist auch die Mechanik, die den Verfall des geistigen Zustands unseres Helden illustre darstellt. Bei Eternal Darkness war es schon schön, hier ist es noch besser. Was passiert, wenn Silent Hill auf Splatterhouse trifft? Man bekommt Lone Survivor. Der Retro-Download-Titel zeigt, wie Horror in der 2D-Perspektive richtig funktioniert. Wie so oft habt ihr als Einziger die Apokalypse überlebt und nun wollen euch fiese Mutanten ans Leder. Aber auch die wenigen Nahrungsmittel und der abbauende, geistige Zustand unseres Maskenträgers erhöhen die Chance auf dessen vorschnelles Ableben rapide. Knappe 10 Euro kostet euch dieser Geheimtipp. Das war FIFA 13, was wir euch heute vorgestellt haben. Anregungen und Wünsche und vor allen Dingen, wenn wir für euch etwas ganz Spezielles auf dem Bildschirm in der nächsten Folge hauen sollen, einfach per E-Mail an uns. letsplay@city-vision.de. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute. Wir sehen uns wie gewohnt in 2 Wochen bei einer neuen Ausgabe von Let's Play!